Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Liebe Leute, ich glaube, diese Episode werden wir endlich mal auf Rocks und auf die... genau umgekehrt. Auf die Rocks und auf den Braham treffen. Denn unsere Mission lautet kaltgestellt. Fußspuren im Schnee spürt Rocks und Braham auf. Und genau das werden wir machen. Denn letzte Episode haben wir ja gegen diese komische, verdorbene Kreatur gekämpft, ne? Und natürlich sind wir als Sieger aus der Schlacht herausgekommen. Wieso ist anders sein, ja? Aber wir hätten ja gehofft, dass wir einen Braham dort antreffen, aber er war nicht dort, ja? Und, hey, was laufst denn du da von meinem Gesicht her? Ich habe jetzt nur was gemacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und zwar in unserem Beherrschungssystem habe ich jetzt Flamme der Coda habe ich schon erlernt. Was sehr, sehr cool ist, denn ich kann jetzt die Fackeln da irgendwie verwenden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das werde ich jetzt nicht machen, denn wir müssen woanders hin. Wir müssen zum Willkommensgruß der Coda reisen. Denn dort geht unsere Geschichte weiter. Aber warte mal, jetzt kann ich aber... Jetzt brauche ich mir echt doch sowas. Ich kann jetzt sprinten mit der Fackel vorwärts und verbreitet die Flamme des Coda. Cool. Hat sich ausgezahlt. So, die Truhe wird geöffnet. Ich muss da oben hin. Gut, aber das Mithril nehme ich jetzt nur mit. Da liegt der Tod, das war nie. Aber was liegt denn der Tod umher? Hallo? Der hat irgendwie so eine Fackel in der Hand. Oder ist das sein Speer? Ah, nein, das ist sein Speer. Na ja, cool. Kaltgestellt. Veteran. Ich hol mal geschwind die Magie da. Jetzt bin ich schon gespannt, wo es da lang geht. Ja, Instanz betreten. Oh, das ist die Rocks. Habt ihr es gesehen im Ladebildschirm? Das war die Rocks mit dem Garm. Nice. Fußspuren. Die Söhne Svanir sind, wohl aber nicht daran interessiert, ihre Spuren zu verwischen. Okay. Oh, Hilfe! Ich hilf euch! Okay. Okay. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich werde euch helfen, liebe Leute. Was muss ich mal aussuchen? Ach so, ein Gegner. Ja, sehr gerne, Rox. Das habe ich überhaupt schon gemacht. Ich gehe einfach auf alle. Hey, der Braham, der ist ja auch gleich hinig. Das sind ja der Veterane. Hey, der flüchtet! Komm schon, stirb da hinten. Boah, wo geht's denn da hin? Boah, ich bin schon so neugierig jetzt, was da lang geht. Mann, warum hält denn das nicht mehr aus? Ups, stirb! Es ist noch nicht vorbei. Hey Leute, ich freue mich so, euch zu sehen. Oh. Oh, wow. Macht. Zustand wird besser. Mann! Sie sind ein Problem! Warum geht's jetzt alle auf mich? Vielleicht soll ich vorher die Veterane weg da. Die sind ja nicht so stark. Also ich weiß es nicht, aber mir kommt vor, dass ich da jetzt stirb. Helft's mal, Eidl, helft's mal.
Ja, ja, ich brauche Heilung. Das ist mir auch schon. Ja, warum stirb ich denn? Was? Okay. Okay. Ihr wollt also Ärger. Okay. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Zustand wird besser. Auf wen geh? Na, geh auf den, der am wenigsten Leben da hinten. Na los, schlag mich. Und der schaut mich schon so grimmig an. Hey, oh ja. Nee, er läuft weg von mir. Er hat Angst. Sehr gut. Muss auch aufpassen auf die roten Linien am Boden. Auf das da meine ich. Was auf den Gegnerangriff. Da der ist mich ziemlich zart. Warum sterben die anderen nicht? Ich meine, ich bin froh, dass nicht sterben die anderen, denn. Sonst wäre die Mission gleich mal gescheitert. Aber eigentlich möchte ich nicht der einzige Noob sein. Oh. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt kommt der Elite dran. Hey, da ist ja nur wer. Okay, der Braham macht das schon. Oder Elite ist doch besser wie ihr Veteran, oder? Ne? Ich glaub schon. Boah, bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Schrecklich. Komm, stirb doch! Hä, warum bin ich da? Bin ich eingefroren oder was? Ja. So, Braham, wir haben es gleich geschafft. Hau einfach drauf. Ich lauf dir sicher nicht hinterher. Ah, Gott sei Dank. Ja, alles gut. Ich frage mich, was das bedeuten sollte. Habt ihr ihnen was geklaut? Die haben euch dauernd einen Dieb genannt. Ich fürchte, das ist meine Schuld. Ich musste mich als Svanja ausgeben, um an ihr Rezept für das Schmelzelixier zu kommen. Aus irgendeinem Grund haben sie mich für euch gehalten. Ihr musstet was? Na, jetzt ist es ja vorbei. Rox und ich müssen weiter. Also dann mal los. Klar, ja. Logisch. Seine Rüstung schaut ziemlich geil aus von Braham. Schön, euch zu sehen. Wie läuft die Jagd nach der Schriftrolle? Bin fast durch damit. Oder vielleicht auch erst am frustrierenden Anfang. Wenn sie nicht in diesen Höhlen ist, war alles falsch, was ich weiß. Ich fange wieder von vorne an. Hat Tammy meinen Brief bekommen? Na, deswegen seid ihr vermutlich hier. Hat sie. Sie war ziemlich überrascht, als sie erfuhr, dass... Wie viel wisst ihr über das, was sich da tut? Mit Jormark? Sehr viel. Nein, das ist nicht die... Primordus ist auch aktiv. Schon gehört. Diese Drachen werden nicht ruhen, bis wir zu Staub zerfallen sind. Naja, Timmy hat einen Plan. Ich auch. Ich finde einen Weg, alle Drachen umzubringen. Oder ich gehe bei dem Versuch drauf. Das ist etwas übertrieben. Sag das nochmal, wenn man euch die Mutter genommen hat. Ist da vorne was, Junge? Klingt wie andere... Wölfe! Wehrt die angreifenden Wölfe ab. Also gegen Wölfe habe ich kein Problem zu kämpfen. Oh nein, ein Veteran! Oh, okay, jetzt... Oh, hey, ganz ruhig da. Fertig, oder? Ah, da sind nur welche. Oh,
Okay. Aha, Eisbrutheuler sind auch unterwegs, da. Warum stürzt denn da jetzt die Höhle? Ich verstehe das nicht. Gut, die halten relativ wenig aus. Deshalb glaube ich, dass da irgendein Riesenwolf nur daherkommt oder so. So eine Art Gegner, also Gegner, Endboss oder so. Und es käme nicht einfach nur unendlich viel, das kann natürlich auch sein. Ziemlich unfreundliche Begrüßung für einen Wolfskameraden. Was war? Ey, kann schon aufhören. Wuff, wuff. Ja, ganz genau, das sag ich auch immer. Alter, Braham, sei Rüstung, nur sei Bogen, schau, aber wegen mitkriegen. Also nicht die einzige Bedrohung. Lazarus, ein Mossad, ist wieder da. Scheint sich verändert zu haben, aber. Und dieser Minister der Menschen, Caudegus, ist aus der Schutzhaft geflohen und hat sich als Anführer des Weißen Mantels entpuppt. Derzeit ist er abgetaucht. Kanach sagt, es sieht so aus, als sei er unterwegs zu den Yantir-Inseln. Klingt wie ein Haufen trivialer Menschenprobleme, die mir am allerwertesten vorbeigehen. Ganz schön dunkel hier. Wird Zeit, dass wir ein paar Fackeln auftreiben. Ach, und gute einen Idee, Weg Rocks. Aus der Höhle finden. Wir können einfach wieder retour gehen, denn da ist der Ausgang, aber... Spinnen. Spinnen, oder? Ja, Gott, ich schätze ja noch Spinnen. Also, wa! Warum ist der Boden klebrig? Die Luft ist hier so still. Wir sind wohl seit einer Generation die Ersten, die hier durchkommen. Leute, passt auf, das sind Spinnen! Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Hey, Rocks, pass auf da vorne! Sprecht mit Rocks, okay. Nehmt's ihm nicht übel, Kommandeur. Wir haben einen heftigen Überfall hinter uns. Diese Eier überall. Finger weg von... Egal. Frostbeißer ist schon voller Spinnweben. Wir haben ihren Alarm ausgelöst. Ah. Vernichtet die Spinnen. Spinnen finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Ja, ja. Ah, wie gehen wir anschreiben mit einer grünen Schleim da? Wäre wie grausig. Ich bin schon gespannt, wann ich das erste Mal für die Mission die Flamme des Koda brauche. Also wegen dem Beherrschungssystem oder brauche ich das überhaupt für eine Mission? Man weiß es nicht. Aber ich denke schon. Mich bringt nichts zu. Boah, ist so hell! Warte. Schaut mal, wie glitzern tut. Das ist ja voll geil. So,
genug, Mann. Oh, sind jetzt aber größere Spinnen. So, ich mag jetzt dann nicht mehr. Hey, wow. So voll viel Leben verloren. Was ist denn da los? Huah. Vielleicht sollen wir uns auf eine konzentrieren, liebe Leute. Huh. Aber hallo. Leute, dann heilt's mich. Komm schon. Los. Los, 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 los. Danke. Na. Ah. Mann, was ist denn los? So ernsthaft jetzt? Warum stirbe ich die ganze Zeit? Zustand wird besser. Vielleicht liegt es daran, weil ich schon so lange nicht mehr Guild Wars gespielt habe. Was? Das ist eine Bestrafung oder so. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Das wäre natürlich auch möglich. Nicht auf mich, warum geht's immer auf mich? Zustand wird besser. Ei, da. Lalalala. Campcher, haut's drauf, ich lenk's ab. Stirb, Mann! Oh. Sieht aus, als kämen wir da durch, wenn wir das Netz wegbekommen. Ja, ja, ich krieg das schon weg. Okay, Rox, mit deinem Feuer oder so, das oder? War's. Beeilen wir uns, sonst tauchen sehr mehr spektakulär. Spinnen auf. Okay, lauf Graham, bei, hab keinen Bock. Warum ich euch finden wollte, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir haben eine neue Gilde gegründet. Wäre ja toll, euch dabei zu haben. Keine Lust gehabt, der Klinge des Schicksals beizutreten und ihr Erbe weiterzuführen, was? Ridlock hat gesagt, ich dachte, es würde vielleicht respektlos wirken. Respektlos? Mutters und Snuffs Andenken aufrecht zu erhalten? Wir haben wohl unterschiedliche Ansichten, was Respekt betrifft. Brian, tut mir leid. Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Schon gut, Kommandeur. Vielleicht ist es meine Aufgabe, es aufrechterhalten. Noch etwas, das zu meinen Pflichten gehört, jetzt da ich wieder zu Hause bin. Graham? Diese Schriftrolle findet sich nicht von selbst. Gehen wir. Vorsicht! Hinterhalt! Zustand wird besser. Graham ist ganz, ganz eigenartig. Vielleicht hat der Graham die Seiten gewechselt. Das wäre ja mal richtig zart. Wenn der Braham jetzt Svania oder so. Habt ihr gesehen? Aber das glaube ich nicht. Aber er redet so komisch. Er redet so hinterhältig. Wisst ihr, was ich meine? So verräterisch oder irgendwie so. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Bin jetzt schon gespannt, was da rauskommt. Oder du wieder einfach viel zu viel hineininterpretieren. Denn das tue ich ja ganz gern. Ja, ich werde meinen Garm und den Frostbeißer hüpfen. Zustand wird besser. Mann, komm schon! Garm, Attacke!
Zustand wird besser. Das war die erste Verteidigungsfront. Was diese Dinger die Schriftrolle bewachen, hatte ich gehört. Ich wusste, das war richtig. Vielleicht werden wir ja in der nächsten Kammer fündig, wenn wir durch die Eiswand kommen. Vielleicht passt Frostbeißer ja durch den Spalt. Und dann gibt's ja noch Brahams Methode. Gehen wir. Diese Methode bevorzuge ich ebenfalls Braham. Braham Six, wir sind ein Team, wir müssen zusammenhalten. Oh, was ist denn da los? Oh nein. Oh nein, die schaut so nach taktischen Kämpfen aus oder so. Das kann ich nicht. Braham, was ist das? Sie ist hier. Die Schriftrolle. Hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, von welcher Schriftrolle der redet. Wirklich nicht. Ihr habt da, glaube ich, irgendwas verpasst oder so. Ich nehme das mal hier. Braham, danke. Macht schon! Rox! Braham! Sie ist steif gebrochen! Geht diesem Ding aus dem Weg! Schaden gegen die Eisbiss wieder reduziert. Normale Methoden sind wirkungslos. Gott, dann geh ich einfach mal auf das Teil da, oder nicht? Oha, scheiße. Ich sehe nichts mehr! Oh! Hilfe! Hilfe! Vermutlich kann ich das Gefrieren überwinden, weil ich das Elixier habe. Aber Ross! Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Was ist denn das überhaupt? Intensive Kälte, die Eisberg in der Nähe gerichtet ist. Mann. Ja, hi Leute, wie geht's euch? Braham, was machst du da so? Ja, sowieso! Ja! Okay, kein Problem. Findet die gefrorene Schriftrolle, tötet die Eisbestie. Sehr gut, ihr habt keine Ahnung. Wisst ihr, was ich jetzt tue? Muss ich da einfach vorbeilaufen einmal? Wahrscheinlich nicht. Also wisst ihr, dass ich die... Nee, das ist nicht richtig. Nee, das ist falsch. Das Ding ist, ich kann die nicht umbringen. Oh, warte mal, der ist jetzt allein. Kann ich die jetzt umbringen oder so? Eisern gerichtet ist. Ich kann ja den Eisblock nicht angreifen. Er zeigt oft, schaut mal, in die Richtung, wo er dann hinläuft oder irgendwie so. Schaut sie jetzt zum Beispiel. Aber ich weiß halt auch nicht. Jetzt, und schau mal, was macht das jetzt? Nicht genug Energie. Boah, nichts macht das. Okay, cool. Aber schaut mal, da ist so ein Ding hinig. Hilfe!
Ein Stor ist da weg. Habt ihr das gesehen? Huah! Bin gestolpert. Ich weiß es nicht! Mann! Wie soll denn die Bestie da... Ich glaube, ich muss einfach die Storner weg da, oder? Hey, Braham! Hast du eine Ahnung? Ich nämlich nicht. Und ich bin schon wieder gleich hinig. Ja, nämlich genau jetzt. Aufgerappelt! Was ist nett? Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Was macht das Viech, wenn... Das ist, also irgendwas hat es mit dem Laufen da auf sich, ja? Da bin ich mal sehr, sehr sicher. Wir wollen uns mit Ködern verwirren. Der hat die jetzt alle wickert kaut, oder nicht? Okay, Achtung! Was war denn dies jetzt? Hä, irgendwie... Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ey, was soll das Viech, glaube ich? Okay, Achtung! Schatz, und das haut jetzt alle weg grad. Also nicht alle. Eigentlich hat es jetzt gerade gar keinen weg grad gehaut und ich stirb. Ich stirb, ich stirb, ich stirb. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Da jetzt auf den noch. Komm schon! Das war's noch nicht. Versucht's nochmal. Nur mehr einer, oder? Nur mehr der da. Komm schon! Champion Eisbestie! Ich weiß so etwas dann passiert. Achtung! Und jetzt? Jetzt läuft er mal noch. Na toll. Da die Schriftrolle! Hilfe! Bin eingefroren! Rückzug! Huah! Mann, ich hab's doch gerade genommen, oder? Aber was ist... Die Schriftrolle. Es hat gestimmt. Den Wolf sei Dank, es ist wahr. Die Macht des Feuers lebt in meinem Herzen und in diesem Boden. Braham! Keine Kühle wird sein. Hat es funktioniert? Oh geil. Kann jetzt gegen einen kämpfen, oder? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zustand wird besser. Da geht ihr auf mich los. Nicht auf mich! Hallo! Oh, es hat rote Augen. Achtung, es hat rote Augen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Okay, es hält nicht besonders viel aus. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich bin genau ins Rote gelaufen. Macht gibt mir recht. Mann, warum gehst du auf mich? Nein, 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 nein! Okay. Wisst ihr, was jetzt durch? Ich hau sowas von drauf. Go!
kleines Würstchen. Ja! Sprecht mit Rox. Hey, Rox. Was ist passiert? Beruhigt die Rox. Beruhigt ihr wart die. Eingefroren. Ja, genau. Ich war eingefroren? Sonderbar. Es war wie ein Traum. Ich war am Strand. Man sollte meinen, es wäre ganz anders. Wir sind froh, dass ihr wieder da seid. Haben wir die Schriftrolle? Oh ja. Haben wir, Rox. Danke. Und nun? Sie ähnelt der Schriftrolle, die Aske hier bei seinem großen Sieg verwendet hat. Also probiere ich den Bogen jetzt an dem Zahn in der großen Halle aus. Wenn ich ihn beschädige, trommle ich die Norn zusammen und wir machen Jormag den Garaus. Braham, das schafft ihr nie. Wartet doch mal. Ein direkter Angriff auf Jormag brächte eine Menge Leben in Gefahr. Möglicherweise nicht die beste Idee, das kann euch der Pakt sicher bestätigen. Der Pakt, den ihr kommandiert habt. Hört mal, Jormag ist mein Problem. Und ich löse es auf meine Weise, mit oder ohne euch. Jormag ist nicht nur euer... Seht, was mit Rox passiert ist, weil ihr losgerannt seid und irgendwo draufgehauen habt. Oh, ich vergaß, dass eure durchkalkulierten Pläne mal bestens funktionieren. So wie euch als Svanja auszugeben, um an den Trank zu kommen. Schon gut, schon gut. Können wir irgendwas tun? Tiny meint, es gäbe einen Weg, Primordus und Jormag gegeneinander kämpfen zu lassen, ohne ein einziges Schwert zu erheben. Tiny meint, hä? Wenn der Zahn splittert, wissen wir es genau. Wissen wir was genau? Dass ihr gegen einen Zahn kämpfen könnt? Also dürft nur ihr entscheiden, wann wir einen Drachen töten? Nur ihr dürft sie erledigen? Das sage ich doch gar nicht. Nun, dann überlegt euch, was ihr sagt, denn so hört es sich an. Ich bitte euch nur abzuwarten. Vielleicht nur ein paar Tage. Schauen wir, ob Timey das hinbekommt. Dann müsste niemand sein Leben riskieren. Jeden Augenblick, den wir abwarten, stirbt noch jemandes Mutter. Ich gebe Jorma keine paar Tage mehr. Jorma kriegt nicht mal ein paar Minuten. Ich bin mit der Legende vom Zahn aufgewachsen, aber ich war auch unterwegs und habe mich zwei von den Dingern gestellt. Einmal mit euch. Die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr glaubt also, das tue ich. Wisst ihr was, Kommandeur? Ich bin froh, dass ihr euch nicht der Klinge des Schicksals angeschlossen habt. Meine Mutter hätte euch dort nicht gewollt. Ich gehe zurück nach Holbrak. Garm, bei Fuß. Braham. Also... Nach euch. Auf mich hat er im Moment wahrhaftig wenig Lust. Glaubt ihr denn, er schafft das? Nein. Ich hoffe, kühlere Köpfe werden obsiegen. Er muss doch sehen, dass es so nicht geht. Der Schlacht. Na, Story abgeschlossen, Nitra durch. Na, es kann doch jetzt nicht vorbei sein. Oh Mann. Wir haben einen Beherrschungspunkt verdient. Jo, zack. Jetzt hat der es geschafft, dass er den Zahn da splittert, oder was? Nicht schlecht, Herr Specht. Naja, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Boah, das ist echt bäs. Ich mag jetzt wirklich weiterspülen. Boah, der Braham, der ist ganz schön besser auf uns. Der trat gerade völlig durch, der Typ. Was ist denn da los? Aber ich glaube, der wird schon irgendwann wieder zur Vernunft kommen und dann so sagen, oh, Kommandeur, es tut mir ja so leid. Und da kommt wieder so eine Gefühlsduselei daher. Und da sind wieder voll das starke Team, alle zusammen. Und dann kämpft man gegen beide Drachen. Und werden natürlich siegen. Ja, das glaube ich, dass passieren wird. Ja, gut, das war's halt dann wieder vom dritten Kapitel. Ein Riss im Eis. Und
Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Hier in Guild Wars 2. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao.